Ja, hallo erstmal und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mit dabei ist diesmal auch der Carsten, MK Wenne. Hallo, Mann. Und der Olaf. Hi. So, wir sollen jetzt hier zu Jakob und Schiere reden. Dann wollen wir langsam da hoch. Das ist ein Spiel für Olaf, da kann er schön laufen, braucht nicht fahren, ne? Ja. Hier ist es so unmöglich zu fahren, ja, oder mal? Drei da gleich, da lang. Genau, da rein. Das ist das Schöne hier. Ja. Das ist wirklich das Schöne hier. Doch mal eher reingeht, will ich euch noch was zeigen. Okay. Da unten müsste irgendwas glitzern. Jo. Hab ich schon gesehen. Glitzert, ja. Was sind das? Das sind so Objekte. Tagebucheinträge, genau. Wo man die Charakteren sich angucken kann. Können wir mal kurz reinschauen? Schieres Tagebuch. Dann kann man sich das alles durchlesen. Wenn man möchte, aber ach nö. Das lassen wir weg bei der Aufnahme, ne? So, jetzt müssen wir hier reingehen, ne? Ja, denke. Ja, mit Schierer sprechen, X gedrückt halten. Macht der Olaf. Gott. Nein, weil er tun und lassen kann, was er will, verdammt. Hey, da bin ich froh, mal ein bekanntes Gesicht zu sehen. Du siehst aus wie damals. Und du bist alt geworden, mein Freund. Das auf dem Gang war Seth. Was macht er denn hier? Unser Flehen ignorieren. Ist er nicht auf eurer Seite? Seth, er steht auf gar keiner Seite. Die Rebellen haben Veränderte, das ist ein Albtraum. Zum Glück taucht Seth manchmal auf und schlägt sie zurück. Aber nur, wenn ihm das gerade in den Kram passt. Hey, pass doch auf! Du weißt nicht, wie übel es ist, Outrider. Wir dachten, wir entkämen der Apokalypse. Wir dachten, wir könnten ganz neu anfangen. Tja, wir lagen falsch. Ich lag falsch. Shira. Ich habe hier das Sagen. Weil ich die einzige Offizierin bin, die noch lebt. Die Rebellen vor unserer Tür, die sind brutal, sadistisch und haben uns umzingelt. Uns fehlt es an Nahrung, Munition. Und wenn uns diese Freaks nicht töten, dann bestimmt der Planet. Willkommen zurück. Für den schwarzen Pilz im Wald gibt es kein Heilmittel. Die Berge voller Abscheulichkeiten. Die Anomaliestürme werden jedes Jahr stärker. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wenn wir keinen Weg aus dem Tal finden, wenn kein Wunder geschieht, ist es mit dem Rest der Menschheit endgültig vorbei. Shira! Da sieh mal einer an. Ich habe jetzt Kräfte, die ich nicht verstehe, aber möglicherweise gibt's einen Grund. Ja, du bist... Jetzt weiß ich, warum ich dir damals das verdammte Leben gerettet habe. Wahrscheinlich hast du dir das ganz anders vorgestellt. Ich beschwere mich nicht. Ihr müsst nicht saufen, mit saufen wird es auch nicht besser. Ja, eben. Sturm Cuthbert zerrissen. Wieso? Am Abend des schönen Stück Wodka. Warum wurde ich verändert? Woher soll ich das wissen? Wenn der Sturm kommt, werden manche zerfetzt, andere kriegen rosa Punkte, tja. Und manche werden zu... scheiß Unsterblichen. Die Anomalie ergibt keinerlei Sinn. Sie hebt die Naturgesetze auf, mutiert das, was sie berührt. Die besten ECA-Wissenschaftler haben versucht, die Stürme zu verstehen, zu zählen. Sind alle tot. Du hattest einfach Glück, Boss. Naja, oder auch nicht. Hauptsache, du bist auf unserer Seite. Ein Veränderter behindert den Nachschub und unsere Waffen richten nichts aus. Bei der alten Solaranlage. Seth wollte uns ja nicht helfen, aber jetzt bist du da. Genau, jetzt sind wir da. Warum nicht? Ich könnte der Menschheit Zeit verschaffen. Lieutenant, was zur Hölle war das? Die ganze Front ist kollabiert! Wir
Los, los, los! Naja, nun eil mal nicht so. Keine Hektik. Falls sich keine Gelegenheit mehr ergibt. Ich hab dich gesucht. Aber alles ging schief. Wir rannten um unser Leben. Ich... Vergiss es. Ich lebe. Ich wäre schon 10-mal gestorben, wäre Tanner nicht gewesen oder Shira. Ich muss jetzt meine Schulden begleichen, Jakob. Boss! Ich hab dich vermisst. Gut, dass du wieder da bist. Jetzt knöpf dir diesen Veränderten vor, damit wir den Kampf wieder aufnehmen können. Jo, machen wir, machen wir. Ich glaube, das werden alles immer ziemlich lange Folgen werden, ne? Weil bevor man so da anfängt, dann ist immer wieder fast 10 Minuten wieder rum. Okay. Oh, Max Leben. Brandbombe haben wir jetzt. Plus 9,1. Jo. Plus 12,1 Anomaliekraft habe ich. Neue Fähigkeit, Brandbombe, muss ich mal aus. Ja. Auswählen. Kurz die Brandbombe. Wo waren das hier? Fähigkeiten? Neue Fähigkeiten. Ja. Gut. Wie lange neue Nebenmissionen freigeschaltet. Okay. Na gut. Jo, gut. Dann lass uns da mal hingehen. Reitermission für Details. Neue Mission. Achso, Reitermission. Wo denn? Ach, da oben. Missionskarte. Hier. Wiedersehen. Na komm, dann lass uns da mal hinlaufen. Wohin denn? Na, hast du einen Wegweiser? Hast du auch einen Miniradar, wo dein... Naja, klar, hab ich. Ich werde sehen, was ich tun kann. Aber Shira, ich habe noch 30 Jahre an Fragen für dich. Falls du in einem Stück zurückkehrst, frag mich ruhig. Ob ich auf alle seine Antwort habe, weiß ich nicht. Was ist denn passiert? Die Rebellen haben sich durchgetunnelt und die verdammte Front in die Luft gejagt. Wenn du den Nachschubweg nicht öffnest, sind wir erledigt. Kämpfe dich bis zum Solarturm durch, okay. Munition aufgefüllt, okay. Sind wir richtig gelaufen? Nein, wir müssen jetzt zur Seite. Nein. Hier rum, hier rum, hier rum. Ja, ja, ja. Oha, 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 oha. So. Jetzt wir müssen raus. Ach, mich gruselt's ganz. Mich gruselt's auch. So, na denn. Hui, in Ausgang dürfte man. Alles viel mit Video animiert hier, ne? Ja. Immer so kleine Zwischensequenzen. Ja, ich meine, die letzte Aufnahme, die war auch fast eine Stunde. Kam man gar nicht so lang vor, aber da zieht sich doch in der Länge. Das zieht sich, ja. Naja. Entweder stelle ich sie denn im Ganzen rein oder ich schnatze zusammen, weißt du? Also zurecht hier. Auseinander. Oh. Olaf kann es gar nicht erwarten. Da oben auf der Treppe ist noch so ein Ding. Da oben irgendwo. Oh. Wir müssen da hoch, ne? Uns? Ne, da oben, da ist noch so ein Ding, was wir noch da oben einfach. Ach ne, hier. Aha. Hier ist Waffe wechseln. So, gut. So, jetzt frage, wo wir hin müssen. Hier hoch. Hier hoch. Du hast einen Wegweiser, oder? Ja. Ich drücke bloß. Guck mal, da kommt schon einer angeflogen hier. Ich nehme den Panzer auf. Ach, kannst Panzer fahren, ja? Nee, leider nicht. Ach, schade. Was du nicht sagst. Keine Sorge, ich schlag. Das war der erste Versuch, sofort in den Panzer zu klettern, immer. Ja, hätte ich erst gedacht. Okay, noch keine Feinde hier? Nee, die tauchen da erst unten. Ah, okay. Oh, kommt her, meine lieben Freunde. Da kommt sie. Die Ruine frei. Okay.
Geschütz sind mir immer ein bisschen so irritierend. Ah, ja. Oh, ja, aber damit heil. Ja, du bist tot. Nein, ich bin noch nicht. Was? Nee, jetzt ist er. Was jetzt will? Jetzt bist du tot oder was? Nein. Alles war Olaf, gut. Noch was einsammeln hier, da liegt die Munition, gut. Noch hinter uns Gegner irgendwie? Nee, da steht auch bloß ein Geschütz. Okay. Damit heile ich euch die ganze Zeit zwischen euch. Ah, so. Moment, ich zücke E. Bam! Der Jedi-Ritter hat zugeschlagen. Ja, klar. So, genau, wir gehen langsam voraus. Das tun wir jetzt das Ding aufstellen, E zurückleiten. Da können wir jetzt nämlich immer her springen dann. Jo, gut. Ja, hier, das da müssen wir mal einsammeln. Ach, hier. Das müssen wir einsammeln. Hier ist irgendwie was zum Abbauen, das mit, ne? Der das abbaut, packt halt dort seine Mannschaft einladen und die anderen müssen halt hart drücken. Achso. Der sammelt für selber, oder? Ja, der das abbaut, der sammelt es automatisch ein. Oder wenn du drüber läufst. Wenn du drüber läufst, ja. So. Dann mal da rum. Ganz geschillt. Okay. Boom, boom, boom. Scharfschütze da oben irgendwo. Hier angeflogen, Junge. Das ist ziemlich ruhig bei uns, weil wir uns mächtig konzentrieren müssen. Einen kleinen Scherz auf den Lippen, nix. Nö. Die quatschen nur dumm, wenn alles vorbei ist. Ja. Ja, ich mach mal schnell meine Kopfkette auf, glaube ich. Ach so, sind doch zwei die anderen. Die Feuer, so. Oh, hier müssen wir den erledigen, oder was? Du bist ja schon 30, Werner. Na, ja. Klar, du hast jetzt schon länger gespielt. Ja. Deswegen halte ich mich auch gerade ziemlich zurück. Ja. Aber ganz gut, dass er dabei ist. Da haben wir nicht ganz so schwer, weißt du? Ja. Puh, 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 puh. Das war's? Nö, nö. Nö, nö? Nö, nö. Ah, gut.
Da ist die Kiste. Aber auch wenn er da 30 ist, hat er wieder zurückgesetzt, weißt du? Oh, da ist er Dings. Ein Snyder? Ja, aber nicht allzu viel. Ja. Erstmal aufheben. Oh, was ist das? Ja. Rüsten wir mal aus, so. Lass mal kurz Inventar gucken, bevor wir weitergeht. Ich will mal was gucken. Ich auch. So. Die habe ich jetzt und das war die andere. Gut. Ina Rossi. Gewehr. Ach, ein Gewehr ist das, okay. Das ist das leichtes Maschinengewehr, Standard. Aha. Und Scharfschützengewehr. Okay, so. Wie war das? So. Und so. Was hat es für eine Bums? Für einen Bums? Und das ist sonst nicht schlechter Specht. Gut. Eigentlich hat es ja bloß mit zwischen Hauptwaffe und Handfeuerwaffe um, oder? Ja, ich nehme meine Schrotze da, die Pumpgun. Hm? Die Pumpgun, die nehme ich schon auch noch. Na, ich meine, die jetzt, du kannst ja nicht hier zwischen deinen drei Waffen direkt wählen, ne? Wieso doch, nicht? Doch. Kann ich schon. Gut, das wollte ich jetzt ja auch nicht. Habe ich jemanden umgebracht? Entschuldigung. Nee, ich habe aus Versehen jetzt eine Fähigkeit von mir ausgelöst. Das sind Pistole, so. Achso, weil sie alle fast gleich aussehen, deswegen. Okay. Ja, die kann ich. Da ist das Ding. Ach, schön zu sein. Bloß die Pistole. Wer mit Maus und Tastatur spielt, hat einfach. Einfach das Mausrad drin. Da, Waffe 2, Waffe 3. Ja, im Kampf ein bisschen schwierig, weißt du, aber na gut. Ja, und wenn du Q drückst, wechselt bei der Tastatur wechselt du automatisch zwischen Pistole und deiner anderen Waffe. Na, mach ich ja immer mit Y hier auf dem Gamepad, weißt du? So, ja. Lang und Pistole, ja. Da macht bloß mal Pistole und die lange Waffe, weißt du? Ja, das ist automatischer Tausch, ne? Ja, aber tauscht nicht beiden Langwaffen untereinander, weißt du? Richtig, nee, das kannst du nicht. Nein, das macht er mit dem Ding, mit dem Rad. Ja, gut. Also gut, gehen wir. Nun lasset uns mal auswählen. Warte mal, das sieht aus wie ein Scharfschützengewehr. Pistole, so. Wie ist das mit der Anzeige? Unten rechts hast du die Waffen, ne? Ja. Und da, wo der weiße Pfeil dran ist, das ist immer die du auch... Das ist die, die du da hast. Ja. Mit der du auch nur schießt, ne? Ja. Ja. Die du gerade immer an hast. Ach so. Okay, nee, wollte ich bloß wissen. Was liegt hier rum? Oh, was da denn? Ja, ich habe gerade eine Kiste aufgemacht. Ja, warte mal. Noch eine. Doppelläufige Waffe. Nee, aufheben. Erstmal aufheben. Gucken wir in Ruhe an. Eine grüne Waffe, aha. Eine Nomad 2. Gut. Ja komm, wir gehen mal weiter. Gut, weiter. Haben die Mission noch nicht beendet. Oh, es kommt wieder hier. Effektwiderstand. Ja. Unterbrechung, Widerstand aufbauen. Kommt. Ich hab's auch schon richtig gedrückt auf. Carsten, bei uns ist alles neu. Wir müssen jetzt mal alles durchlesen und gucken, weißt du? Ja gut. Komm, ich spiele nochmal an im Video. Da kann ich Pause drücken, weißt du? Deswegen, da muss das bei uns ein bisschen warten. Ja. Nee, ich habe nicht dran gedacht, dass du sofort an der Tür den Trick hast. Ach so. Ach, das ist, hä? So, das schaffst du mit der? Okay.